Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir wollen in dieser Folge Gas geben. Wollen wir in jeder Folge, aber naja, man kennt es, ne? Our scout ship has returned. Well, well. Now here's a fine haul. Great, let's do this one run, get it style, guys. It worked. Huge success. Scout ship setting sail. Lass mal laufen. Neue Fähigkeiten, vielleicht kommt jetzt was Besseres bei rum. The exploration of the outer seas is going super well. Yeah. It's all thanks to you guys chipping in. Oh, we haven't done all that much. Well, don't rest on your laurels just yet. Worse things happen at sea, you know. The scouting ship could always get eaten by some giant tentacled horror from the deeps. Danger's a part of the job. Besides, Eifried's pirates are all about venturing into the unknown. I wonder what's still hidden out there for us to find. Terror Island, for one thing. According to ancient legends, it's an island that moves across the outer seas like a ship. Really? I've never heard of an island like that. Nobody knows if it's real or not, which is exactly why we have to try and find it ourselves. Awesome! I can't wait to get to the bottom of this! Don't get too excited just yet, kiddo. It's good to have enthusiasm and all, but I bet this place is called Terror Island for a reason. I'm not too worried. Like Aizen said, challenging the unknown is what Eifried's pirates do, yes, no you're... matter what the risk. Looks like you've caught the bug too. Looks like it. Yes, yes, y'all. Ach so, Oscar. Ah, jetzt kann ich noch Oscar. Okay. Ja, die ist näher. Da müssen wir einmal kurz hinzippern. Duck, 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 duck. Sorry, muss ich kurz aufschreien. Hehe. ja. Gut. Latschen wir einmal drumherum. Checken diese Welt ab. Das sieht ja mal ganz anders aus. Richtig kalt. Brrr. Aber wir frieren nicht. Wir haben Wärmepanties an. So, jetzt haben wir den entdeckt. Klicken wir drauf. 200. 110 habe ich. Trauerspiel. Wie eh und je. Sonst ist hier nichts. Okay. Okay, schwarze Welt. I'm ready. I'll finish this now. Boah, was für ein Luftschlag. Sehr schön, ich muss sie gar nicht berühren, um sie zu vernichten. Seid ihr festgefroren oder was? Alter.
Aus allen Ecken wird explodiert. Ich habe immer noch die Todeskralle. Das sind aber 7 Millionen Effekte, ne? Alter. Das war ein Double, oder? Ui, jetzt kommt mal eine Attacke. Niemand schleicht sich von hinten an meine Kameraden. Dafür wirst du brennen. You're not hurt, are you? No, I'm fine. Nice. Ja, ich habe alle besiegt. Ich könnte jetzt auch wieder, ne, eine Runde davon machen, aber... Ach nö. Machen wir mal weiter. Na, wo bleibt überall stehen? Da bestimmt. Da unten bestimmt. Oh, da, okay. Oh, was? It's sour. So you've kept your sense of taste. In my dreams I have. Nowhere else. Oh, sie ist wieder da. Does that make this a dream? It would have to be, wouldn't it? After all, I devoured you. That's right. Don't you go forgetting it. How could I ever forget it? The taste of your... Aww. How could I ever... Looks like the fog's rolling in. Yep. Eleanor, there's something I want to be sure we get perfectly clear. All right. What is it? Lafayette is not your little Moloch. What? That's all you wanted to say? You realize he doesn't belong to you either, right? Indeed I do. Lafayette's his own person, and not anyone else's. Yes. You're right. Malachim aren't just tools to be used by exorcists as they pleased. I'll be more careful not to forget that. Good, as long as we're on the same page. Since we're on the subject of reminders, you haven't forgotten our little bet, have you, Velvet? You mean the 100 gold on whether I'd break? No, I haven't forgotten. A word of caution. People can fight against pain, but they can't fight against happiness. If you're keen on winning our bet, I'd steer clear of ill-fitting dreams. Sorry to break it to you, but all I have anymore are nightmares. Okay. Hätten wir uns bei der Hälfte mal hätte ich es verstanden, aber die Musik kommt mir so wieder wie in Hawaii. Good thing we didn't oder wind hier up Jamaica, lost in Jamaica. Of course we didn't. Who do you think is running this ship? A bunch of shameless rogues who are very good at shameless roguery. Damn straight. But it's strange. These waters don't usually see much fog.
Aha. Soll ich sie betreten? Ah, ich habe sie schon betreten. Verdammt. Ach, wir quatschen. Wir sollen ja immer mit allen reden. Bla 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 bla. Wer auch immer du warst. Habt ihr schon wieder vergessen. Hey, ich unterhalte mich mit anderen. Aber ich unterhalte mich auch mit dir. Parallele Unterhaltungen. Muss man erstmal können. Ach, das sind mehrere Katzen. Ich dachte gerade. Tsch, tsch. Hehehehe. Paar kleine Arschritte kommen. Stell dir mal nicht so an. Whoa, it's like a castle. This used to be the base of operations for a rich trading family. When trouble came knocking, they were ready for it, to say the least. Wow, they must have had a lot of enemies. But that was a long time ago. Nowadays, it's just another town in the middle of nowhere. But even so, to us, it was the big city of our dreams. You know this area well. I grew up near here. Keep on going, and you'll run into a ball. My home village. Then, the Therian is... Yeah, somewhere in my village. Is that okay? No one will know me there. Everyone I knew, I already devoured. Oh yeah. Haben sie ja immerhin auch alle verwandelt und sind Monster geworden. Oh, wie süß, du kleine Garfield Cat. Tsch. Oh nein, das ist eine Katze. Streicheln. Kann ich jemals jemanden befreien? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist eine Sackgasse, oder? Ja, nice, cool. Was geht denn hier drin ab? Ah, okay, alles klar, Klinken putzen. Okay. Okay. Nice, nice, wie nicer da ist er. Haben wir auch zu Hause. Ey. I just love the feel of the sun on my face. I'm glad the fog finally cleared up. For days it was so thick, you couldn't see past your own nose. We're lucky a demon didn't show up in all that fog. Hmm? Niskan hasn't had much demon trouble to speak of. Didn't you know that? During the Advent, towns all across Eastgand were attacked by demons. It was Lord Artorias who saved us. Ever since, our towns have seen almost no demon attacks. Is that true? Oh, pardon me, Lady Exorcist. But if you're with the Abbey, surely you've heard about how things are here in Eastgand. Of course, demons are lurking about outside our towns. But for whatever reason, they don't attack us where we live. That sounds unbelievable. Everyone who visits us from abroad says the same thing. But this is neither joke nor lie. Okay. Everyone says that Lord Artorias's power lingers here, protecting our town against the demons. Whatever the reason, you're safe here. Relax and please enjoy yourselves. Thank you. We appreciate it. Why do demons avoid these towns? Yes. Weshalb? Was hast du wieder im Schilde zu führen? Ah, okay, komm. Wir klatschen jetzt alles weg.
Ich weiß, die Folge ist eigentlich vorbei, aber wir wollen noch alles eben wegklatschen. Man weiß ja auch nicht, was als nächstes kommt. Oh. Hä? Okay. Ah, das kann ich gar nicht zerstören. Oh, das ist natürlich noch besser. Nice. So, verkaufen tun wir jetzt auch noch mal eben. Haben wir denn hier irgendwas über 30? Ja, aber natürlich. Nicht so viel. Ich dachte, es wäre mehr. Oder ja. Ja. Yes. Ding, ding. Gut, jetzt können wir weiter. Ach komm. Machen wir noch kurz Ausrüstung. Ich weiß, ich hab noch nichts gemacht. Ja, egal. Wir rüsten jetzt nochmal eben alles auf. Mit dem, was wir gerade verkauft haben. Sehr nice. Geil, jetzt konnten wir wenigstens ein bisschen was aufrüsten. Und damit hat sich die Folge für heute erledigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nobby. Ciao.